Hold up. Herzlich willkommen, Leute, zu einer Episode Squad heute mit Liquid Duck, Quackquack und dem Rekruten Maxi McFly. Hallihallo. Ich liebe den Ingame-Voice. Irgendwie, ne? Geil, ist, irgendwie geil. Da fühlt man sich ein bisschen wie ein, also das ist echt so, das klingt super, das alles. So, ich habe uns einen Punkt markiert, beziehungsweise die Markierung ist jetzt wieder weg, aber wir wollen zu dem gelben Crate, da wo auch Squad 1 und 4 gerade sind. Alles klar, wir sollen Bescheid. Schauen wir mal, was da Sache ist. Gehen wir denn hier durch die Täler? Ja, wie gesagt, also ich weiß jetzt leider noch nicht, was man bei diesem Spielmodus genau machen muss. Es ist nicht der Standardspielmodi, aber ich denke, das werden wir schon rauskriegen. Wir folgen einfach dem Gefechtslärm. Oh, geschossen wird leider wirklich viel. Aber Soundkulisse und alles schon ziemlich cool, muss man mal sagen. Ja, das ist korrekt. Hier die 3D-Soundkulisse übrigens, wenn ich an euch vorbeilaufe. Das ist krass, wenn du weiter wegläufst, wie wenn ich weiter weglaufe, ja. Merkst du auch, wie leise, wie ich immer leiser werde und so. Ein Spiel mit so einer Soundoption habe ich mir immer gewünscht. Hier ist aber ein Haus vorne drin, müssen wir vielleicht aufpassen ein bisschen. Ja, das ist korrekt. Unser Squad ist leider zu klein, wir haben keinen Scharfschützen. Gibt's dann eigentlich auch Recon-Klassen und sowas später, wenn wir den Squad groß genug ist, oder wie? Es war später noch Grenadiere, Sniper und so weiter. Also fünf Leute sollte man auf jeden Fall haben. Rennst du den Berg hoch oder was? Ich renne den Berg hoch und immer schön mit dem Kompass die Gegner ansagen unten. Willst du nicht lieber hinterm Berg hochgehen, statt an der Frontseite? Ich gucke, ob hier oben noch ein kleines Tal ist oder irgendwie so ein Berg, hinter dem man einen Spawnpunkt setzen kann. Hier in dem Wald. So, Wald ist relativ, aber... Wenn einer von euch zu mir kommt, kann ich einen Spawnpunkt setzen. Ja, unterwegs. Sehr cooles Spiel, Squad, müssen wir mal sagen. Ist noch in der Alpha, da unten ist er. Aber macht... echt Laune. Ja, Spawnpunkt steht, können wir 9-mal dran spawnen. Okay, sehr nice. Das sind Rucksäcke, cool. Das sind aber auch Dinge, die du setzen kannst, oder? Genau, die kann nur ich setzen. Also die müssen hier ganz in der Nähe sein, ey. Das ist hier genau auf der anderen Seite vom Hügel. Die Frage ist, ob da unser Freund auf dem Hügel sitzt oder unser Feind. Das finden wir jetzt gleich heraus. Die Feinde sind in dunkelgrün gekleidet, ne? Stimmt, wie sehen wir aus? Ja, die müssten nehmen wir. Ja, wir sind die aus. Hier liegen genug Waffen, das gefällt mir gar nicht. Ja, aber das stimmt, das ist. Aber jetzt weiß ich auf Rumpen, unser ganzer Rücken ist auch offen, ey. Puh, hier fliegt einiges hoch. Ohne Sniper sehr gefährlich. Boah, ohne Sniper nicht zu erkennen. Du siehst die Tracer, aber mehr auch nicht. Wir sollten links runtergehen und uns über dieses kleine Gebäude da fortbewegen. Moment, links von uns ist das ein Gegner oder? Ne, das ist ein Mate. Die Assel sitzt links von uns. Lass mal den Berg runtergehen, lieber. Okay. Ich bin auch gerade mit Fernglas ausgerüstet, ob ich irgendwas sehen konnte, ey. Man hat ein Fernglas. Ja, auf der 6. Hast du das etwa nicht eingepackt? Oh Mann, ey. Selbst der Rekrut hat dabei, was ist denn bei dir los? Schönen guten Tag, Rekrut Assel. Moin. Hier sitzt die Assel. Auf der 6 habe ich nur eine Schaufel, um Gräber zu graben oder so. Nee, um die Sachen zu machen. Oh mein Gott, lauf. Okay, wollen wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Ist auf jeden Fall die Action. Oh, da schießt einer rüber. Norden 345, da sind die nächsten Häuser.
Kommen wir hier irgendwie rein? Ich glaube von der Seite nicht, dann müssen wir außen, müssen wir von der Seite rein. Ja. Oh doch, da! Ja, sehr, sehr, sehr ist witzig, das ein ey. Meine erste das sieht Runde. Sehr komisch aus. Das sieht auf jeden Fall irgendwie unnatürlich aus. Das könnte ein Spawn sein. Schönen guten Tag, Mr. Moin, Freeman. Ja. Moin, moin. Ist das der Lookout? Oh, das klingt zumindest halt so. Gut. Ja, das bin das ich. Halt aber ganz schön, ne? Guten Tag. Hier ist kein Dalukat. Ne, das ist nicht das Moin, moin. Ja, komm Leute, wir gehen weiter. Ist eine Party oder was? Alles klar, weiter. Ziemlich geil, ey. Ja, sehr nice, geil. Sehr nice. Irgendwie auch einfach geil. Das ist, ich feiere das Spiel so dermaßen. Ich würde das Spawn-Beacon nochmal hier reinsetzen. Das ist gerade hier Schuss. In die Ecke vielleicht. Komm einer hier hin, es muss einer in der Nähe sein. Jo, nice. Nice. Ich kann hier Leitern dran setzen. Macht das nicht hier überm Spawn Sinn vielleicht, dass man sich auf die Holzstreben legen könnte? Ach nee, da ist schon eine kleine Treppe, da kommt man hin. Aber wir haben nicht genug Ressourcen dafür. Süß. Seht ihr irgendwas da hinten? In nördlicher Richtung? Okay, haben wir unsere Leute verloren? Die sind weitergerückt. Wir sollten vielleicht ich glaub, der andere Squad. Das Squad scheint vorgerückt zu sein, ja. Okay, dann langsam vor. Oh, die Explosion, ey. Komm zum nächsten Baum, das ist noch drin. Oh Gott! Feuer! Werden wir beschossen? Ja! Langsam ist es so, oder? Sicher, ich habe Leute gesehen, ich weiß aber nicht, ob die zu uns gehören. Ne, sind unsere. Okay, wir sind an der nächsten Wand. Kommt dran, Leute. Rein und sicher? Nein. Ja, erstmal ein bisschen gucken. Wir sind richtig nah dran. Ja, das... Ich glaube, hier ist der Gebäude. Schon Action. Oh! Ja, was ist los? Granaten und das Symbol ist rot markiert. Ich glaube, wir sind schon halt mitten am Tatort. Das kann gut sein. Auf der anderen Seite der Mauer. Wie kommen wir an Materialien beispielsweise? Hier sind ja so Steinvorkommen, so Brocken. Kann ich die mit meiner Schaufel abbauen oder so? Kleinen Moment. Also hier sind unsere Freunde drin. Wenn man mal auf die Karte guckt, nähern wir uns gerade diesem oberen, was auch immer das sein soll. Also Westen 285. Wir können mal gucken, was das da ist. Aber hier in dem Feld werden Gegner sein. Aber hier bei dem anderen Punkt waren wir ja. Das war ja diese Waffenkiste mit dem Funkgerät dran. Ja, stimmt. Und die müssen irgendwie sichern oder so. Oh, das war ganz schön nah. Müssen wir die vielleicht verteidigen? Es ist mir noch bis jetzt unbekannt, wir wissen es nicht. Ich frag mal den Squads. Ey, hier sind direkt um uns herum überall. Oder auch, das ist oben auf dem Dach drauf. Das hier waren aber Leute von uns, oder was? Hier waren auch Leute von uns. Aber es ist, schaut immer zweimal, bevor ihr dann schießt. Konnten wir schon irgendwen... Du musst ja alles klar, ich habe die anderen Squad-Leader angefunkt. Ich muss die Crates kaputt machen. Also die Kiste, wo wir gerade waren, die konnte ich zerstören. Wir müssen also zu diesen gelben Kisten und ich muss die kaputt machen als Squad Leader. Okay, aber
Das heißt, Westen 285 ist richtig und dort Objekt zerstören sozusagen. Genau, um das, wo wir gerade dran standen. Wir standen am Objective. Wow. Also gehen wir nochmal zurück, lieber. Weg vom Getümmel oder rein ins Getümmel. Wir gehen da nochmal hin zu der anderen Kiste, wo wir gerade waren. Wenn wir hier rauskommen. Recruit McFly, vorwärts. Oh, hier wird auf uns geschossen. Aufpassen. Von wo? Alter, die schlagen hier ein. Die schlagen echt hier ein. Nordwestliche Richtung, nordwestliche Richtung. Der sieht die Schüsse. Oh Gott. Und die schlagen hier ein. Nordwest, ja, ich seh die. Ja, 300. Hey, komm. Das sind gute 2-3, das ist ein guter Kilometer auf jeden Fall. Ja, das sind Scharfschützen, ja, wir sind hier oben. Passt auf, wir sind auch an der Mauer. Kommen wir irgendwie Richtung der Crate? Das müsste eigentlich gehen, das sind doch nur unsere. Oh, 120 ist die Crate, ja, dann lass da hin. Müsste gehen. Ja, die Richtung dürften eigentlich nur unsere sein. Das ist ein Aber wenn das wirklich so ist, dass ich die kaputt machen soll, ja, dann warum hat das noch niemand anderes getan? Das frage ich mich auch. Was war das? Ist das hier links im Haus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Freund oder Feind war. Sind die da drin? Was ist da los? Ja. In dem Gebäude ist da drin. Das sind aber Verbündete, das sind Verbündete. Oder auch nicht, ich bin fast tot. Medic! Alter! Ich bin da, Medic! Stürmt den Laden! Und McFly, du musst mich dann aufheben! What the fuck? Bin fast tot, aber ich hab einen Terroristen geholt. Schafft ihr's? Weil dann könnt ihr mich aufheben. Ich lege am Boden. Nur noch ich lebe. Lebe, kannst du mein Equipment nehmen? Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Medic. Medic. Der Spawn ist nicht weit weg. 10 Sekunden Respawn Time. Will den Spawn auch. Hier ein Medic? Ja, hier ist ein Medic. Nicht respawn. Ich bin an unserem Beacon gespawnt. McFly wird respawned. Also wird vom Medic aufgehoben. Thanks. Nice, danke. Oh, nice, danke schön. Soll ich das mal versuchen? Vielleicht frag nochmal die anderen, an welcher Crate du gerade bist und dann. Weg! Da ist ein Gegner dran gespawnt! Genau in der Crate ist ein Gegner gespawnt, aber meine Granate liegt dran! Ah, oh mein Gott! Was wir gesehen haben, das ist ein Spawnpunkt von den Gegnern, glaube ich. Okay. Das kann ja fast sein. Oh Gott! Die Nate! Ich glaube, das ist auf. Es ist zerstört, es ist zerstört. Oh, irgendwer schießt auf mich, irgendein Sniper. Wo bist du? Da bist du. Direkt neben mir ist ein Schuss eingeschlagen. Ja. Was gibt's? Könnt ihr wieder zu mir kommen? Der ist down, der ist down. Ich bin direkt bei euch. Down. Wo werd ich wieder hochgeholt hier? Alter, die Granate. Shit, ich wusste doch, dass neben mir Schüsse eingeschlagen sind. Medic!
Ich muss mich kurz selbst. Ah, da, du bist da drin. Wir sind hier draußen. Alter, die Soundkulisse. Boah, ich bin erstmal da drin gekommen. Es ist ja, oder die Waldfee. Aber schaut mal, das eine Crate haben wir doch. Also, wir haben schon soweit das richtig verstanden. Wir müssen jetzt zu dem anderen. Okay. Dass er drin ist, ist ja wunderbar. What the? Ich hab ihn gerade gesehen. Genau am Fenster. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch gekillt hab. McFly, bist du da? McFly? Ich hab ihn jetzt gekillt, bin aber fast tot. Shit, hier sind noch mehr Gegner. Boah, kacke, ich brauch einen Medic. Wir hatten leider keinen Spawnpunkt mehr. Wir hatten leider. Wo ist McFly? Ich wurde gekillt. McFly, bitte komm! Beziehungsweise ich bin verblutet. Du musst an den Spawnpunkt an dem blauen Dreieck. Da bin ich gerade auch, dann warte ich auf dich. McFly, bitte komm! Gott, wir haben McFly verloren. Ah, danke. Liquid. Nee, ich konnte nicht spawnen. Was passiert? Ich konnte nicht spawnen. Granatenhagel, Feinde von hinten, ich weiß es nicht. Mindestens 20 Tote. Alter Vater, was für eine Action, ey. Kommst da kommen mir. Da die Terroristen und da haben wir 3 Stück, glaube ich, haben wir schon geholt. Aber das ist echt, da muss man echt üben und Taktik und erstmal generell das Objective verstehen und was es geht, von wo Leute kommen können, wo Leute spawnen und so Sachen. Da zurückgedrängt, glaube ich. 5 Sekunden, dann spawn ich wieder. Aber ich glaube, das hören die anderen gerade nicht, wenn ich rede. Ich bin schon für frei gelaufen hier. Okay, jetzt bin ich wieder gespawnt. Ah, okay, Liquid ist auch da. So. Das erste Crate haben wir ja richtig geholt. Also nicht wir, aber unser Team. Ich hab nur drei Leute erschossen. Okay. Müssen wir warten, bis Liquid da ist, dann umrennen wir die. Das heißt erst Richtung Norden, Nordwesten und dann ja, Richtung... Ja, erst so, genau. Halt dahin, war Movement. Felder, ja? Richtung 300 war Movement, da waren Leute zu sehen. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Siehst uns doch auf der Karte, einmal M. Wir sind die 5. Wo bist du gespawnt? Ja, bei dem blauen Dreieck, wahrscheinlich bei dem unten, bei dem ersten. Ja, stimmt, du bist bei dem unten gespawnt. Okay, McFly und ich werden schon mal vorgehen. Dann können wir vielleicht das Spawn-Beacon neu setzen. McFly, das ist da 285. Ist das ein Gegner oder ist das ein Feind? Das sind das unsere. Das ist ein Gegner. 285, wie weit weg? Oben auf dem Hügel, beim Bunker da, beim Bauwerk. Wurde erkannt. Okay, McFly, das heißt, die Zahlen sind die Squad sozusagen. Und Squad Nummer 5, deswegen auch in grün, ist unser Squad. Hab ich soweit jetzt verstanden. Wir umrennen die jetzt. Ja, das heißt aber, dass hier Feindaktivität sein kann. Und zwar recht viel. Wir ja, haben aber ich hoffe, dass sie hier außen nicht. Die müssen ja die Punkte verteidigen. Das stimmt natürlich. Bist du noch weiter nördlich gerannt gerade? Ja, ich renne in Richtung dieser Erntefelder. Ah, da. In der Stadt zur Bewegung, McFly ducken. Westen 285. Ja? Direkt die ersten Häuser. Da muss ein Spawn drin sein. Den machen wir kaputt. Okay, können wir die Spawns so zerstören?
Ja, ich glaube, wir können einfach drauf schießen oder ich werf meine Granate wieder drauf. Ich hab hier ein Motorrad gefunden, aber ich kann es nicht fahren. 300, 330, 345, ist das unser? Hast du ein Motorrad? Hey. Dalu? Ich hab nur eins gefunden, aber ich kann es nicht benutzen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ach, mit F ist es, hätte ich testen können. Das ist ein Gegner, ich schieße. Ich höre dich nicht schießen. Gegner wurde erkannt. Ich hab ihn. Jawohl, McFly. Hast du den? Calls hier. Ja, hab nice. Ihn. Wir müssen da rein. Ich komm näher rangerückt. Ich bleib aber erstmal oben auf dem Berg. Wir kamen gerade ein verbündeter Squad okay, entgegen. Wir laufen aber in die andere Richtung. Ich suche den Respawn-Punkt hier. McFly, du musst mir sagen, wenn du was siehst. Ja, wäre erledigt, wenn ich was sehe. Wenn da überhaupt was drin ist. Es können auch in den umliegenden Häusern sein, ne? Ja, ich suche. Du musst callen, wenn du was siehst. Du bist immer noch im Haus des Erschossenen gewesen, ne? Genau, jetzt, genau. Ah, da hinten ist gerade die Treppe hoch und runter gerade. Genau. Das wird doch nicht der Einzige sein, der hier war. Schüsse südwestlich von mir, das heißt Richtung, ja. Keine Ahnung von dir aus. Ich habe soweit alle Häuser jetzt durchgeguckt. Also alle, die jetzt hier in Frage kommen. Vielleicht war hier kein Spawn, sondern die haben sie einfach nur hier verschanzt, kurzweilig. Wir können hier einen Spawn setzen, wenn du hierher kommst. Ich habe auch den perfekten Ort dafür. Bin auf dem Weg. Roger. Ich bin fast bei euch. Wie kann ich denn hier reinkommen? Hier sind überall Mauern. Oh, bin ich drüber gesprungen. Das ist wieder in der Nähe. Direkt hier neben mir, südwestlich, ist auf dem Berg was explodiert. Genau hier wollte ich hin. Genau ich hier. Ich sehe hier unten in der Stadt. Ach, da rein. Das ist halt ein Spawnpunkt. Schüsse sind südwestlich, westlich von uns. Gehen wir außerhalb der Stadt mauern. Go, go, go. Wer ist das? Das Freunde? Also Verbündete. Ja, südlich ist diese Gestellung, die ich meinte vorhin auf dem Hügel. Das ist eine befestigte Stellung mit Sandsäcken, Betonklötzen und sowas. Vielleicht sogar Maschinengewehr. Dort wurde gerade auch ein roter Punkt angezeigt auf der Karte. Liquid ist gleich da, dann gehen wir weiter. Ich bin hier bei euch. Ja, also erstmal ein bisschen ausruhen. Hinlegen. Was? Okay, uns. Liquid ist da. Oh, da. Komm, wir gehen in die Felder. Sollen wir denn durchcrouchen oder was? Oder durchrennen? Crouchen. Zur nächsten Stadt. Zur Not, wenn was passiert, mein hinlegen. Dude ist außer Puste. Ist ja auch ein ganz schönes Stück gelaufen. Okay, wir machen an der Mauer machen wir kurz Pause. Weil ich konnte gerade nicht mehr springen. Alter, ist das geil, wenn man sich hier reinlegt. Allein wenn du in der Hocke zur Ruhe kommst. Aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, für was meine Schaufel gut ist. Damit, wenn ich dir beauftrage, einen Bunker Löcher zu bauen, ausheben. Musst du den mit der Schaufel sozusagen bauen. Ich kann nicht bauen. Ich kann nur Befehle okay. geben. Aber ich kann ihn nicht bauen, ohne dass du mir einen Befehl gibst. Richtig. Ah, okay. Hab's Augen gesagt. Aufhalten in südliche Richtung. Dann kann nämlich teilweise so in der Stadt, wenn da hier so Felsen oder sowas, so Steinbrocken sind, kann man so vielleicht Materialien besorgen. Wenn du mir sagst, ich soll die abbauen oder so. Müsste man mal testen. Okay, südlich der Berg sehe ich nichts, also hier links bei 165. Wie du
siehst da nichts, da ist auch alles voll mit Menschen da drum. Alter, das mit den Squad-Leadern ist so geil. 165, 150, das ist richtig voll. Da sitzt eine Panzerfaustschütze. Oh, nevermind. Ah, oh, das ist zerstört. Wow, oh, geil. Wow, Alter, Exodende, what the fuck? Das hat Spaß gemacht, Leute. Schaut doch bei Liquid und McFly vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Quack, 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 rein. Tschüss.